Hast du jemals realisiert, wie unglaublich du bist? Wie unglaublich wir Menschen sind? Nach diesem Video wirst du jedem erzählen können, was für super beeindruckende Lebewesen wir sind. Zieh dir das mal rein. Wir alle hier sind wie eine Gang von faszinierenden Einhörnern. Schon mal gemerkt, dass du im Dunkeln leuchtest? Oder auf einer molekularen Ebene hören kannst? Ja, das hört sich alles nach Science Fiction an. Ist aber wahre Wissenschaft. Heute erzähle ich dir von den Superkräften, die jeder Mensch besitzt. Du hast die Kraft der Supersicht. Nehmen wir den Nachthimmel. Dort wirst du kleine Lichter der Andromeda-Konstellation entdecken. Gesehen? Gratulation, du hast gerade die M31 gefunden. Oder in anderen Worten, den großen Andromeda-Nebel. Was deine Augen hier erblicken, begann die Reise vor ca. 2,5 Millionen Jahren. Schauen wir uns das mal aus der Sicht der Zeit an. Als dieser Anblick seine lange Weltraumreise zu unseren Retinas angefangen hat, ist es dem Homo habilis gerade gelungen, einfache Werkzeuge zu nutzen. Und der Homo sapiens bzw. wir tauchten erst Millionen von Jahren später auf. So, das nächste Mal, wenn du deine Lesebrille aufsetzt, merke dir, du bist unglaublich und kannst verdammt tief ins Universum sehen. Du kannst deine Mutter bei der Schwangerschaft vom Inneren ihres Bauchs aus heilen. In dieser Zeit hast du unbegrenzten Zugang zu extrem kraftvollen Stammzellen. Das meiste nutzt du, um dein kleines süßes Gesicht, deine Finger, Füße und anderes zu bilden. Aber genauso kannst du diese Zellen an deine Mutter schicken, natürlich nur, wenn diese gebraucht werden. Die Stammzellen können sie vor allen Arten von Verletzungen schützen und wiederherstellen. Des Weiteren können sie Krebs heilen oder verhindern. Und das macht auch Sinn, denn das Baby braucht seine Mutter sicher und gesund. Denn wer bereitet ihnen sonst diesen sagenumwobenen leckeren Brei zu? Dein Gehör kann Veränderungen der molekularen Ebene wahrnehmen. Im Ernst, schließe deine Augen und lausche den Aufnahmen, die ich jetzt gleich abspiele. In beiden Fällen wird Wasser in ein Glas gefüllt. Kannst du erhören, in welches Glas warmes und in welches kaltes gefüllt wird? Wenn du gedacht hast, das erste Glas wird mit kaltem Wasser und das zweite mit warmem Wasser befüllt, lagst du absolut richtig. Die Mehrheit der Menschen, 80-90%, ist es möglich, diese Geräusche richtig zu bestimmen. Was du hier gehört und erkannt hast, ist der Unterschied der Wassermoleküle, denn kaltes Wasser hat eine höhere Viskosität, was sich im Einfüllverhalten widerspiegelt. Auf der anderen Seite hat warmes Wasser mehr Bläschen, die Auswirkungen auf die Frequenz der Geräusche haben. Der Grund, warum du instinktiv unterscheiden kannst zwischen heißem und kaltem Wasser, ist, weil du unbewusst dein Gehirn jedes Mal trainierst, wenn du dir eine Tasse Kaffee oder ein kaltes Glas Wasser befüllst. Du willst dich schließlich ja nicht verbrennen. Was dich nicht tötet, macht dich stärker. In deinen Zellen ist etwas Besonderes, genannt Mitochondrien, die wie kleine Powerstationen in jeder deiner Zellen vorhanden sind. Besonders viele sind in Zellen mit hohem Energieverbrauch vorhanden, wie zum Beispiel Muskelzellen. Fügst du diesen zellulären Schaden zu, durch Krafttraining zum Beispiel, regenerieren und vergrößern sich die Muskelzellen. Die Mitochondrien besitzen eigene genetische Informationen, ein eigenes Genom. Wissenschaftler nehmen an, dass wir vor langer Zeit mit einem Bakterium in Kontakt kamen, mit dem wir in Symbiose leben konnten. Im Laufe der Zeit wurden diese Bakterien ein essentieller Teil von unserem Leben. Das heißt im Klaren, wir sind nicht nur ein Organismus, sondern gleich zwei. Du besitzt ein Kraftfeld. Möge die Macht mit dir sein. So in etwa. Du bestehst aus Atomen, genauso wie alles um dich rum. Nun, das wusstest du schon. Aber was du noch nicht wusstest, ein Atom aus Hydrogen zum Beispiel besteht zu 99% aus leerem Raum. Hier eine kurze Frage, warum können wir eine Wand nicht passieren, egal wie oft wir dagegen laufen? Die Antwort ist ein elektromagnetisches Feld, welches jedes Atom hat. Durch dieses Feld stoßen die Atome sich gegenseitig ab. Das heißt, nimmst du etwas in die Hand, berührst du es nicht wirklich, es besteht immer ein Abstand zwischen dir und dem Objekt, erzeugt durch das elektromagnetische Feld. Wenn du an einem Tisch sitzt und deine Hände darauf legst, fühlst du nicht den Tisch, sondern das elektromagnetische Feld. Dieses Feld besitzt enorme Kräfte, stärker als die Kraft, welche von der Gravitation auf den Planeten ausgeübt wird. Danke fürs Zuschauen. Bitte like und teile dieses Video auf deinen sozialen Netzwerken. Über ein Abo würde ich mich auch sehr freuen. Des Weiteren werde ich versuchen, so schnell wie möglich mit einem neuen Video am Start zu sein.